Ja, herzlich willkommen beim ersten Fotocafé nach der Sommerpause. Jetzt legen wir wieder los und es hat eher einen ganz interessanten Sommer gegeben mit vielen Aktivitäten. Ich werde vielleicht gleich mal den Oliver jetzt dazu nehmen. Oliver, erzähl mal, was war denn bei dir im Sommer so los? Ja, also ich hatte das Glück, dass ich ein paar Aufträge hatte, ein bisschen weiter entfernt von meiner Heimatstadt Salzburg. Also einen Auftrag habe ich gehabt in Hamburg und ich habe dann die Zeit genutzt und habe mir die Insel Sylt angesehen. Also da war ich dann 2,5 Tage. Ja. Ja, und das war fotografisch ein Abenteuer. Also das ist also ganz eine interessante Landschaft da oben und Sonnenuntergänge, wirklich bis die Sonne das Meer unten küsst. Also Also ganz richtig, spannend. richtig, richtig, richtig Ja, schön. na, war fotografisch, hat sich ausgezahlt, dass ich mal, ich bin ja, da musste ich von Ja. Hamburg 300 Kilometer nach Norden fahren. Ja, aber war ganz eine tolle Zeit. Na fein, weil bei uns ist dann auch quasi bis Mitte Juli war dann die Natur, die Masterclass Naturfotografie. Da werden wir uns heute auch noch ein paar Bilder dazu anschauen. Und dann war auch Sommerpause bis Ende August und jetzt ist eben mit Südtirol der erste große Kurs wieder losgegangen. Zum heutigen Programm: Wir werden einen Rückblick auf den Sternenkurs haben. Wir werden uns Südtirol-Bilder anschauen. Wir werden uns von der Masterclass Naturfotografie Fotos anschauen. Das heißt, so einen gröberen Rückblick, was jetzt in der letzten Zeit war. Vielleicht ein paar wichtige Informationen neu. Karl, und 23 Gäste haben wir wieder. Ja, Also es super, freut super. mich Also, sehr, dass ihr wieder so zahlreich das erste Mal nach dem Sommer ist ja eine coole dabei seid. Geschichte. Ja. Vielleicht ganz, ganz wichtig: die Foto und Adventure ist am 9. und am 10. November in der Pyramide in Vösendorf. Das wisst ihr eh schon. Heuer ist eben interessant. Es wird am Samstag ein Community-Event geben. Also wir werden eine Stunde lang einen Vortrag haben, wo wir dann Fotos zeigen. Wir machen eine Bildbesprechung. Das heißt, wir setzen uns dann dort zusammen und machen dort gemeinsam so ein bisschen Aktion. Das ist der letzte Termin am Samstag. Ja, wer da Lust hat, bitte kommen. Wir werden euch das auch im Newsletter noch kommunizieren, damit wir auch noch Fotos von euch kriegen. Also das ist ja eine tolle Sache. Und zu den Fotoreisen nur wichtig. Also der Island-Termin ist bereits voll. Bei Istanbul gibt es einen zweiten Termin, der ist auch schon, also da sind auch, glaube ich, auch schon 4 Leute drauf. Und Namibia ist auch gut gebucht, also der ist auch schon fix, ich glaube, es sind nur 3 Leute. Ein bisschen schwächer heuer geht Madeira, da gibt es für beide Termine noch Plätze, also wenn da jemand Lust hat, einfach auf der Homepage einmal schauen. Und der Bernhard hat auch ein paar ganz tolle Reisen, unter anderem Togo, Benin und Donaudelta, aber das sind erst im Frühling. Könnt ihr einfach einmal auf die Homepage schauen bei Gelegenheit. Es ist gerade jetzt ein toller Artikel im Fotoobjektiv erschienen, und zwar gemeinsam mit dem Uli Schneebauer habe ich ein Foto über Astrofo also einen Artikel über Astrofotografie geschrieben. Finde ich sehr, sehr schön geworden. Wird danach so in 2 Monaten als PDF zur Verfügung stehen, aber solange das Heft im Handel natürlich noch ist, geben wir ihm nicht raus. Aber wenn ihr Fotoobjektiv-Abonnenten seid oder es gibt es auch im Zeitschriftenhandel, also wer sich für Astrofotografie also interessiert, ist da gut aufgehoben. Es sind jetzt nur 2 Fotowochenenden, wo es Plätze gibt, und zwar die Südsteirische Weinstraße vom 10. bis 13. Oktober und die Sölktäler vom 17. bis zum 20.10. Also wenn nur jemand Lust hat, mitzufahren, meldet euch an. Da sind wir groß am unteren Level von den Leuten, und wann nur wer mag, einfach sich schnell entscheiden. Es sind beides tolle Sachen in der Steiermark und wirklich Kurse, die also sehr, sehr interessant und viele Fotomöglichkeiten. Der Walter hat da einige Sachen vorbereitet jetzt im Herbst, also unter anderem Bodersdorf, Schönbrunn, Wasservögel, also einfach auf der Homepage nachschauen, da gibt es auch noch einige Kurse, und wer Lust hat, einfach da mal mitmachen. Es gab jetzt 2 Kurse, Milchstraße und Sternenfotografie mit Philipp. Und da haben uns einige Leute auch Fotos hochgeladen, und die wollen wir uns jetzt einmal gemeinsam anschauen. Der Harald hat uns das Bild geschickt. Milchstraße. Harald, du bist halt eh da. Magst du ein bisschen was dazu sagen? Das ist mir eigentlich reingerutscht, weil das jetzt nicht so ganz im Hochwegsloben war. Das ist in Kärnten, in Pulst. Und eigentlich wollte nur die Kamera ausprobieren und habe ohne Okay. große Vorplanung bin ich dort eben bei meinen Schwiegereltern zurückgegangen
und habe die Kamera hingestellt und fotografiert und das ist halt dann rausgekommen in der Bearbeitung. Ich habe es einfach so spannend gefunden, dass man die Äpfel so schön sieht auf dem. Naja, vor allem hast du es ja eh perfekt erwischt für ohne Planung und so weiter. Der Kamera OM1, echt Wahnsinn. 15 Minuten habe ich da insgesamt fotografiert. Aber ist es aber keine Belichtungszeit von 15 Minuten, sonst wären ja die Sterne Nein, komplett. nein, die Belichtungszeit sind 10 Sekunden. Ja. Aber ich habe Panasonic das 9 mm Objektiv oben gehabt Okay. und das mit 1,8 Lichtstärke Also mit arbeitet. offener Blende und ich schätze mal so mit 1600 ISO. Ja, irgendwie so. Ja. Aber das ist am Hochwechsel oben. Für das, was wir da an Bedingungen hatten, da im, ich glaube, Juli war es, sehr zufrieden, Ist was dann da dann die rausgekommen Wolken ist. zugezogen? Ich weiß dann gar nicht, was dort war. Also was sehr interessant ist, dass Wien, das ist wahrscheinlich, also dass man da diese Stadt so gut sieht, dass das so nahe ist, dass da so hell ist. Ich bin meint, Philipp hat gemeint, dass es von Graz heraufkommt, also von der Okay, Seite. ja. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, genau. Ja, der Philipp ist eher da, den können wir dann fragen. Das ist eben wieder von dort, ja, genau. Ja. Philipp, magst du da manchmal zwei Belichtungen, wo du dann zum Beispiel den Vordergrund dunkler machst oder ist es immer mit einer Belichtung und dann muss man halt die Helligkeit sehr, sehr schwer auszugleichen ist, weil da der Helligkeitsunterschied doch sehr groß ist. Also, ich mache meistens A-Belichtung. Mittlerweile mit den modernen Kameras ist es mit dem Rauschen im Vordergrund relativ gering schon geworden. Na, das Also, Rauschen, nee, das geht eher um die Überbelichtung unten. nein, ich mache meistens eine und zieht dann sozusagen die Lichter im unteren Bereich wieder runter. Okay. Weil, ich sage mal, das Zusammenstoppeln ist dann mehr Aufwand, sage ich mal, als wie wenn ich es jetzt einfach runterarbeite. Also ich arbeite eigentlich immer mit One-Shot. Ja. Harald von der Bearbeitung, was hast du bei der Bearbeitung dann noch speziell was gemacht? Na, in Lightroom am Kontrast Ja. ein bisschen gearbeitet und warte Moment, ich mache nur das Bild auf, dass ich Ja, das kein genau sehen Problem. kann. Am Kontrast und ein bisschen weiß und schwarz habe ich gearbeitet und ein bisschen an der Tönung, zumindest, Ja. warte mal, beim, ich suche das, bei dem ist es ein bisschen anders. Okay, da habe ich ein bisschen mehr mit Tönung, die Tönung, also da habe ich mehr mit den Farbregeln gearbeitet, auf dem linken Foto vom Bildschirm ausgesehen. Ja. Und da habe ich auch mit Tiefen und Weiß-Schwarz ein bisschen mehr gearbeitet. Beim Rechten habe ich ein bisschen weniger bearbeitet. Da war einfach das, was mich so fasziniert hat, diese, einfach die Farbe da, dieses Rot, das, ich weiß Aber gar nicht, das von wo kommt das von der war. Hütte wahrscheinlich. Da reicht irgendein ganz, ganz wenig Licht, damit es so wird. Ja, oder dass jemand zu dem Zeitpunkt gerade das Licht oben Mit gehabt hat, die Rotlicht, ja. Objektivkamera. Ja. Und irgendwie habe ich das einfach so interessant gefunden von der Farbgestaltung. Genau. Ja, der Martin hat uns dann auch noch zwei Bilder geschickt. Ich glaube, der Martin ist nicht da. Was ist das für Vordergrund, Philipp? Ist das irgendwas von der Hütte oder das schaut irgendwie. Ah, das schaut nicht vor mir aus. Also. Okay, der hat uns auch wieder Müsste. irgendwas geschickt. Okay, und das war dann noch Sonnenuntergang, bevor es richtig losgegangen ist. Genau. Wie gesagt, wir haben beim ersten Abend haben wir ein bisschen mit der Wolkenbedeckung und im Wind ein bisschen das Thema gehabt. Es hat zuerst ausgeschaut, wie wenn größere Wolkenblöcke kommen, sondern immer so streifenweise ist eben durchgezogen. Dann war es wieder für halbe Minuten sichtbar. Also man hat schnell reagieren müssen, dann haben wir es eigentlich schon gut treffen können. Und der zweite Termin war ein bisschen leichter, weil da ist dann so ab dem Zeitpunkt ab 10, wo es dann richtig schön sichtbar war, ist dann sind die Wolken wirklich schön weg gewesen. Okay. Ich habe jetzt nämlich beide Termine zusammengefasst. Ich weiß jetzt nicht, was Ja. erster und was zweiter war. Ja, das sind jetzt, glaube ich, die letzten zwei. Schon hat mir der Thomas noch geschickt. Vielleicht bei dem Bild, das man da so auffällt, da merkt man bei der Bildbearbeitung, dass einfach da wahrscheinlich zu sehr verstärkt wurde, weil dieser Halo-Effekt da entlang der Berge und so weiter, da muss man einfach aufpassen, die Regler ein bisschen zurücknehmen. Das ist ein wenig übertrieben. Nein, wie gesagt, wir haben an dem Abend hat Graz bzw. Gleisdorf relativ stark raufgestreut, weil Okay. dort ein dickes Wolkenband drüber war und die haben das, also das haben wir richtig stark gesehen, weil luftlinienmäßig ist es ja in Graz nicht so weit dort Ja. entfernt und von dem her hat es da relativ hell raufgestreut vor Graz.
Ich Wenn verstehe. natürlich in dem Bereich kein Wolkenband ist, ist dort eigentlich sehr finster oben auf dem Okay. Horizont. Genau, und das noch vom Thomas und Hans. Die sind sehr hell ausgearbeitet, gell? Das ist meiner Meinung nach fast ein bisschen zu, also das ist ein bisschen Der unnatürlich hell. Himmel ist zu hell. Ja, weil dann kommt natürlich auch die Milchstraße nicht zur Geltung. Das ist dann schon eins von meinen Bildern. Ja. Beim ersten Abend, das war dann beim zweiten, das war noch so am Anfang, also kurz bevor die blaue Stunde, beziehungsweise bevor dann wirklich komplette Finsternis eintritt, ist das gewesen. Also da war noch wirklich, der Himmel war noch leicht bläulich, aber man hat die Milchstraßen schon gesehen. Man sieht, unten im Talbereich war ein bisschen ein leichter Dunst. Ja. Dadurch ist dort wieder natürlich ein bisschen eine Lichtreflexion da. Das habe ich bei anderen Bildern natürlich mehr rausgearbeitet, dass das weniger stark streut. Okay. Bei dem habe ich dann das Streuen und die Farbe auch unten rausgenommen aus dem unteren Bereich, damit man das Gelb einfach wegbringt. Und habe einfach im Himmel oben die Sterne einfach verstärken versucht. Und natürlich ist in dem Moment ein bisschen so leichter Schleier drüber gewesen, aber natürlich waren vorher bessere Bedingungen. Die Milchstraße steht genau, schlangert genau dann im Prinzip über der Kirche, gell? Genau, über der Und Kapelle. ihr habt sie auch über Nacht dann oben auf der Hütte, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder hat sie dann. Nein, die meisten sind heimgefahren wieder. Aber kann man da wirklich mit dem Auto bis ganz rauffahren? Da kann man bis ganz rauffahren, ja. Also, das ist ja ganz eine fotografenfreundliche Hütte dann so gesehen. Ja, der Platz da oben ist wirklich fotografenfreundlich. Man kommt da relativ gut drauf. Ab 6 oder 6:30 ist sowieso der Auffahrtsschranken offen und dann kann man sowieso gratis rauffahren. Man kommt da relativ gut hin. Es ist ja wirklich gute Straßen, weil natürlich die Straßen ist ausgelegt, dass das Bundesheer rauffahren kann, weil da oben Punkt ist für die Luftraumüberwachung, wo sie eine mobile Radarstation aufstellen. Das kann natürlich im Sommer hin und wieder mal sein, wenn sie irgendwo Wartungsarbeiten machen, dass die halt da oben stehen. Aber heuer sind sie zum Glück nicht umgestanden, weil es Okay, erst letztes und Jahr sind parken tut man wir dann bei der Hütte, oder wo tut man parken? hier. Da oben ist ausreichend Parkplatz. Okay. Also da ist Und von wo ausreichend fährt man da Parkplatz. auf? Aus von der steirischen Seite, oder? Bei der steirischen Seite, Okay. genau. Über Rohrbach an der Lafnitz, dann weiter Richtung Waldbau, Richtung Mönchwald und dann kurz vorher in Bruck an der Lafnitz fahren wir dann rauf. Weil ich bin da schon mal mit die Turnschi mit die Schneeschuhe raufgekommen auf einiger Zeit, Ja. aber das ist recht schön. Ja. Da ist von der anderen Seite, von der niederösterreichischen Seite, ein bisschen leichter raufgehen. Und kürzer. Und wir haben dann im Juli noch eine Masterclass Naturfotografie in Wien gehabt mit Marc Graf und der Christine Sohn-Willer. Und nachdem die beiden ja sehr eingespannt sind, ist heute nur mal ganz ein kleiner Rückblick, weil wir werden einmal irgendwann ein eigenes Fotocafé mit Marc und Christine vor Weihnachten vielleicht noch machen, um euch nur ein bisschen zu zeigen. Wien ist ja die Welthauptstadt der Ziesel und Hamster. Also Wien hat ja ganz viele, also bei Naturfotografen sehr, sehr begehrt. Das Basecamp war bei uns in der Fotoschule. Und wir waren dann einmal unterwegs ins Burgenland zu den Bienenfressern und da haben sie natürlich auch die ein oder andere Motiv ergeben. Und die Ziesel in der Gerersdorfer Heide natürlich sind dort sehr prominent vertreten. Und wir haben auch noch das große Glück gehabt, wie gesagt, dass die Bienenfresser in Mörbisch, dass die auch noch da waren. Und da ist halt die Challenge, dass man halt möglichst eine lange Brennweite braucht. Also wir haben dann teilweise 100, 500 mit 1,4-fach-Konverter. Der Marc hat dann nur 600 mm von Canon mit gehabt in einem Zweifachkonverter. Sie also haben teilweise mit 1200 mm fotografiert, damit man einfach die Bienenfresser dann wirklich richtig toll ins Bild kommt und bekommt. Und die sind jetzt schon wieder weitergezogen. Also ist dann so Mitte August, dann Mitte, Ende August ziehen die weiter nach Afrika und kommen dann nächstes Jahr im Mai wieder. Also das ist auch so, wenn ihr mal einen Fotoausflug machen wollt, wirklich eine ganz, ganz eine tolle Geschichte, um sich das anzuschauen. Und Wien ist deswegen auch berühmt, weil die Kaninchen, ich habe das jetzt nur noch, also nicht thematisch, sondern nach Fotografen geordnet, die Kaninchen am Handelsquai, also man kann super Kaninchen fotografieren, sind auf der einen Seite Wildkaninchen und auf der anderen Seite sind es auch Feldhasen und Kaninchen, weil die Kaninchen hat man dann teilweise irgendwelche Leute auslassen. Also man kann da auch richtig im Kontext mit der Stadt die Tiere fotografieren, was schön ist. Es gab jetzt vor 2 oder 3 Jahren einmal so eine Hasenkrankheit, aber die Population hat sich auch wieder erhöht. Jetzt springen wir nochmal runter ins Burgenland, hier Bienenfresser in voller Action. Also das ist schon toll, weil die einfach eine super schöne Farbe haben und sie sind auch dann immer dort, die sind standorttreu.
Dann dort gleich in der Nähe war auch noch so eine kleine Libelle, also an dem Abend schon mit schönem Hintergrund. Also da hat sich einfach ganz, ganz viel, haben sich viele Möglichkeiten ergeben, um die Tiere zu fotografieren. Da hat man jetzt so typisch diese Feldhasen im Kontext der Stadt, also einfach im Hintergrund mit den Lichtern, dass man tatsächlich sieht, dass die Tiere in der Stadt wohnen. Das war auch eine ganz, ganz eine tolle Abendsession. Wir haben dann auch Fotos ausgedruckt bei uns im Büro. Also es war wirklich ein sehr, sehr runder und gelungener Kurs. Da sieht man noch mit dem Gernot, der da die Bienenfresser voll in Action hat. Und dann im Hintergrund der Donauturm auch noch mit einem Hasen im Vordergrund. Und der Hans hat dann die Ziesel auch noch mit dem Weitwinkelobjektiv von ganz nahe fotografiert, um da eine tolle Perspektive zu haben. Wie gesagt, diese Kaninchen sind echt süß und das ist natürlich eine tolle Fotomöglichkeit, das mitten in Wien. Und das wäre dann nochmal so quasi diese Geschichte in der Nacht mit den Lichtern und einfach Gegenlicht. Also da hat man echt wirklich richtig, richtig coole andere Fotomotive. Und das ist auch so ein Projekt Wiener Wildnis geben, wo man immer auch die Reportage, wo man die Tiere jetzt so quasi im natürlichen oder im städtischen Umfeld sieht, nicht immer im natürlichen. Also das war natürlich auch so eine tolle Geschichte. Neben den Bienenfresser sind dann die Hamster am Meidlinger Friedhof auch noch ganz, ganz prominent vertreten. Also die werden jetzt nur vielleicht eine Zeit lang da sein und sind dann auch irgendwann in Winterruhe. Aber die sind ja da total süß. Und da braucht man auch so 400 mm und man kann sie dann anpirschen. Aber das ist auch ganz eine tolle Geschichte. Da gibt es auch einen Kurs mit Walter, den wird es nächstes Jahr wieder geben. Also die sind richtig, richtig toll. Und vielleicht da nochmal so ein kleiner Eindruck, wie es dann abgelaufen ist auf der Masterclass. Und das war echt eine richtig coole Geschichte, die wir nächstes Jahr wiederholen wollen. Ja, dann gibt es ein paar Kurse mit Markus Morawetz, die sind jetzt auch neu online. Könnt ihr einfach mal schauen, also Richtung Street Photography, Erlaufschlucht, Niederösterreich, also auch eine sehr schöne Sache. Und die kann man auch öffentlich anreisen. Also wir schauen jetzt bei manchen Touren, dass man, wenn jemand ein Klimaticket hat, dass man dann auch öffentlich anreisen kann. Südtirol habe ich jetzt bereits zum vierten Mal gemacht und ich bin schon am Sonntag runtergefahren. Da hat es bei strömendem Regen bin ich in St. Magdalena angekommen. Also das Foto ist dann am Montag entstanden. Am Montag am Vormittag ist dann richtig aufgegangen. Da gibt es in diesem berühmten Blick von St. Magdalena und den Geißlerspitzen. Aber es war die meiste Zeit zu und dann ist ihm kurz einmal aufgegangen. Das ist auch so ein toller Fotospot, den wir nächstes Jahr anfahren werden. Man hat ihm dann einen coolen Blick hier auf die Kirche, auf das kleine Dorf. Aber das Witzige ist, da ist schon am Fußweg quasi aufgemalt, wo ist der Fotopunkt, damit man den ja findet. Also das ist sehr, sehr organisiert und sind, weiß nicht, wie viele Gäste aus Japan und China da unterwegs sind. Also da ist immer wirklich was geboten, wo viele Leute auch kommen. Und bevor dann der Kurs losgegangen ist, bin ich nochmal zur Seiseralm raufgefahren. Also da fährt man noch mit der Seilbahn rauf und macht um dann eine Wanderung. Da haben wir dann auch schon so ein bisschen zu Regen begonnen. Aber das ist einfach eine richtige coole, schöne Sache. Von dort geht es dann übers Grödner Joch nach Colfosco. Das ist also dann im Gardnertal, also bei einem Großraum Alta Badia. Und ich habe dann schon der Gruppe geschrieben, es sollen alle am Dienstag früh genug kommen. Wir sind dann gleich raufgefahren aufs Grödner Joch und haben dort Sonnenuntergang fotografiert, weil das Wetter einfach traumhaft war. Wenn man vom Grödner Joch Richtung Osten schaut, dann sieht man die Kreuzkofelgruppe und die war dann im besten Licht und man hat so einen richtig einen tollen Panoramablick. Man hat im Vordergrund das Grödner Joch, hinten hat man die Kreuzkofelgruppe. Das war also gerade an dem Abend wirklich eine coole Geschichte. Ich habe den Namen Uli nochmal konferiert, wie das mit den Sternen ausschaut. Wir haben dann auch eine super schöne Nacht gehabt. Also das war noch sehr mild. Milchstraße, genau, über den Langkofel. Also das ist der Berg vis-à-vis, der darauf kommt. Rechts sieht man das alte Gasthaus vom Grödner Joch. Das wird auch nur angestrahlt von ganz, ganz wenig Licht, aber das ist so hell, weil einfach die Kameras so lichtempfindlich sind. Und da ist uns, haben wir dann auch richtig gut fotografieren können. Wobei man sagen muss, dass dann auch nach einer Stunde ungefähr die Wolken gezogen, Kummer sind, aber dann haben wir eh schon unsere Fotos im Kasten gehabt und sind dann schon weitergezogen. Mittwoch sind wir dann rauf auf die Sečeda, da fährt man mit der Seilbahn rauf, das ist eben dieser berühmte Berg mit diesem markanten Gipfel.
sieht unten auch schon die Menschen, die halt da hingehen, weil es halt total schön ist, aber das ist ja in Südtirol so. Das ist dann auch aufgegangen. Wir haben wirklich tolle Fotomöglichkeiten gehabt. Und da sieht man dann schon, wie angezogen wir waren, weil es einfach kalt war. Also es war, wir sind auf 2000 Meter oben und es hat, weiß ich nicht, gerade ein paar Grad plus gehabt. Aber wenn man jetzt eine gute Ausrüstung hat, dann ist es überhaupt kein Problem, wenn man gut angezogen ist. Da sieht man dann nochmal so die wackere Gruppe. Aber natürlich hat es ein paar Leute gegeben, die waren ein bisschen schicker und ein bisschen cooler unterwegs wie wir. Also da nochmal der Blick runter von der Szeceda, das ist Bues Geißler im Hintergrund. Viele kennen das vom Skifahren, aber also einige unserer Teilnehmer haben das im Sommer noch nicht besucht, das ist aber im Sommer natürlich auch super, super toll. Und dann hat es dann auch geschneit, also es war dann, es ist noch kälter, aber hat runter geschneit bis auf 1300 Meter, es waren 10 cm Schnee, also man hat eigentlich nirgends mehr rauf können, es war, der Falzarego-Pass war mal kurz gesperrt. Und es hat dann einfach in Strömen geregnet. Und jetzt haben wir uns dann sozusagen als Alternativprogramm Kunstweberei angeschaut. Das ist der historische Webstuhl, mit dem wird nicht mehr gearbeitet. Also einer von der Senior-Chef hat uns dann gezeigt, wie das noch funktioniert. Der hat dann für uns ein bisschen gewebt und wir haben da irgendwie super fotografieren dürfen. Am modernen Webstuhl quasi, die machen zum Beispiel Inneneinrichtungen für Hotels, also alles Mögliche. Das sind lauter Naturstoffe, kommen meistens aus Portugal, aus der Türkei, glaube ich, die ja dort verarbeitet werden. Und die Firma gibt es auch schon, glaube ich, seit über 100 Jahren. Die haben eine eigene Sattlerei, wo halt dann auch zum Beispiel, da macht gerade irgendein Sesseloberteil. Sie nähen auch viele Dinge selber, das heißt, die machen so die komplette Produktion. Und die Mitarbeiter waren so nett und sind uns da sozusagen beigestanden. Und wir haben wirklich einen schönen Vormittag verbracht und dann noch zum Abschied ein Geschirrtuch geschenkt bekommen. Da sieht man nochmal die ganze Mannschaft. Rechts ist jetzt der Felix, der jetzt die Firma führt und der sozusagen da auch ermöglicht hat, dass wir da rein dürfen. Und ich habe beim Fremdenverkehrsverband angerufen und gefragt, wo man hin kann. Die haben gesagt, ja, probiert es da bei der Weberei. Es gibt nur ein tolles Bauernmuseum, aber das hat leider zugesperrt. Also die Dame ist irgendwie krank geworden und das gibt es nicht mehr, was ein bisschen schade ist, aber ist halt so. Am Freitag sind wir dann zum Praxer Wildsee gefahren. Und da war interessanterweise, waren da auch schon relativ viele Leute unterwegs. Also, wir sind dann natürlich nicht in der Früh so zeitig weggekommen, weil man noch nicht sicher war, ob es jetzt wirklich das Wetter einigermaßen passt. Aber es war dann sozusagen mit dem Schnee und so weiter. Also, richtig, richtig cool. Manche Fotografen, Fotografinnen schützen sich halt besonders, wenn sie dann bei uns unterwegs sind. Nochmal der Blick rein und wir sind dann auch um den See gewandert. Und in der Nähe dort gibt es die Erdpyramiden von Percha. Also, das sind einfach so geologische Formationen. Und diese Steine, die da oben drauf liegen, ist quasi ein Deckel, der schließt sozusagen nach unten ab, dass da kein Wasser reinkommt und schützt das Ganze, damit diese Erdpyramiden halt dann sozusagen auch die Turmregen und Schnee überstehen. Am Samstag sind wir dann noch ins Mühlental nach Lunjaru gefahren, Campil. Das ist dann wirklich ein richtig ladinisches Bergdorf. Da haben wir einfach dann tolle Landschaften gehabt mit Schnee drinnen, wo wir eine gemütliche Runde gemacht haben und auch mit vielen Fotomöglichkeiten. Und ich habe da mal probiert mit Bildstil in der Kamera. Also man kann in der Kamera, wenn man RAW-JPEG macht, kann man dann die JPEGs in Schwarz-Weiß machen. Dann kann man Rot verstärken, mehr Kontrast reingeben. Also diese Schwarz-Weiß-Umwandlung wird so ein bisschen ein Thema sein im Herbst, mit dem wir uns beschäftigen. Aber da sind viele Fotos eben so, wie sie quasi aus der Kamera kommen. Und diese grafischen Motive natürlich sind bestens geeignet für diese Sache. Wir haben jetzt seit Montag auch eine Canon EOS R5 Mark II, wobei durch das schlechte Wetter, ich habe sie jetzt nur einmal ein bisschen durchgeschaut und sie macht einen super Eindruck so auf den ersten Blick. Aber wir werden jetzt dann einmal in Slowenien viel damit fotografieren und wir werden dann so ein Action-Thema auch uns aussuchen und dann werden wir mal in der nächsten Zeit die Kamera genauer vorstellen. Wenn sie von euch einmal jemand anschauen möchte, einfach einen Termin ausmachen, dann kann man es sozusagen auch bei uns einmal anschauen und könnt es also mal gern probieren. Oliver, wie schaut es bei dir aus? Ja, Weil ich du wollte hast, gerade sagen, der ja. Christoph schreibt den Chat, hab auch schon Ja, eine. das habe ich eh schon gesehen. Das habe ich eh schon Ja. gesehen. Und wie geht es dir damit, Christoph? Ja, eigentlich gut. Wenig Umstellungszeit. Ich habe es mir nur deswegen gekauft, weil meine R ist eingegangen. Ja, Und was ist da passiert?
Ja, einfach Alter. Die Okay. hat ein paar hundert, über, ich glaube, 200.000 Auslösungen drauf gehabt. Okay, verstehe, verstehe, Die einfach hat gute Dienste geleistet. Na, aber ja. eigentlich, die ist gut, wenn ich ein R5 hätte, weil ich habe jetzt nur die R6 vorher gehabt. Ja. Weiter, ich würde nicht umsteigen, weil ich eine neue Kamera brauche, nur wenn man es braucht. Sie ist schon lässig, was den Fokus betrifft. Das ist schon geil. Der Sucher ist auch angenehm, weil er so groß ist. Ich würde Ja. trotzdem denken, wenn ich eine R5 habe und die geht, würde ich nicht wechseln. Ja, das ist, wir werden jetzt eh sehen, aber das ist, ich kenne es, also ich kenne einige R5-Fotografen, die auch schon gewechselt haben. Aber wir werden es jetzt auch testen und ja, es ist einfach, es ist wahnsinnig, was sie da jetzt im Moment tut. Ja. Je nachdem, was man halt macht. Wenn ich sage, Yes. Sport ist ja okay. Ja. Mit viel Action, aber sonst, wenn ich sage, ich mache Landschaften oder so, wird Ja, es halt. klar, da ist, muss, der ist ein schneller Autofokus nicht unbedingt erforderlich. Ja. Gut, dann würde ich vielleicht einmal an den Oliver übergeben zur Photoshop-Challenge. Hallo, dann gebe ich euch jetzt den Bildschirm frei. So, das ist unser Bild für heute. Karl, erzähl mir nur ganz kurz, weil das Bild habe ich von Karl bekommen. Das ist jetzt die Original-RAW-Aufnahme. Wo habt ihr das Nein, das aufgenommen? war eher am Praxer Wildsee am Freitag. Also das ist quasi, das ist dieser berühmte Instagram-See. Also das ist einer der berühmtesten Seen in Südtirol, wo alle Leute fotografieren. Also das ist so richtig eine coole Geschichte. Wirklich ganz, ganz berühmt. Also es gibt drei Gründe. Erstens einmal ist dort eine italienische Fernsehserie gedreht worden mit dem Terence Hill. Da spielt er so einen Forstpolizisten und der reitet immer ganz würdig mit einem Pferd durch die Gegend. Dann hat aber, dort gibt es ein großes Hotel, das leider sehr unrühmliche Rolle in der Geschichte gespielt. Das war so ein Internierungslager im Zweiten Weltkrieg und darum kennt man den. Aber richtig berühmt ist dann eigentlich durch die Instagramer waren so vor Also, 6 Jahren. das heißt, wir werden also ein richtiges Highlight für Instagram machen. Genau, wir machen ein richtiges Highlight für Instagram. Ja, also, liebe Leute, wenn es da kurz herschaut, ihr habt das schon vorbereitet in Photoshop. Also, da habe ich einfach durch ein Smart-Objekt die Original-RAW-Datei hier mal eingebunden und es gleich mal dupliziert, weil jetzt werden wir mal die RAW-Konvertierung durchführen. Also, wenn ich da jetzt doppelklicke, komme ich wieder in den RAW-Konverter. Für meinen Geschmack ist halt dieser Wald da eine Spur zu dunkel. Dann habe ich da vielleicht im Schnee zu wenig Zeichnung und da vorne ist es auch vielleicht ein bisschen dunkel. Jetzt habe ich aber das Problem, dass ich da oben eher an den Lichtern arbeiten muss, also Lichter runter und da eher oder da die Tiefen anhebe. Und wenn ich das jetzt mache, auf der einen Seite Tiefen anheben und Licht darunter, dann ist halt die Gefahr sehr hoch, dass man schnell so einen HDR-Look bekommt. Und das ist also für ein schönes Naturfoto, das natürlich wirken sollte, nicht optimal. Daher mache ich jetzt, treffe ich die Entscheidung, ich werde für dieses Bild zwei unterschiedliche RAW-Konvertierungen durchführen. Das heißt, wir werden jetzt einmal eine RAW-Konvertierung für den vorderen Teil machen. Also da würde ich fast sagen, dass wir die Tiefenspur anheben. Und sonst ist es für mich in Ordnung soweit. Ich gebe vielleicht die noch ein bisschen tiefer. Ja, okay, passt. Ich habe das jetzt im Photoshop schon beschriftet, hier mit R1. Und jetzt mache ich einfach neues Smart-Objekt durch Kopie. Beschriftet das gleich, immer brav beschriften die Ebenen, weil sonst findet man zum Schluss nichts mehr. Klicke da wieder an, gib den Tiefenregler wieder auf 0 und jetzt schaue ich mir da an, einfach den Schnee und versuche da ein bisschen mehr Zeichnung. Schaut mal, da kommt dann der Berg gleich viel besser, wenn ich da die Lichter ein bisschen runterziehe. Ja, und das wäre es jetzt einmal grundsätzlich für mich. Und jetzt muss ich nur noch, weil jetzt habe ich da unten die Ebene, wo ich die Tiefen hochgezogen habe, und jetzt lege ich da oben einfach eine Maske an auf der RAW 2, nimm einen schwarzen Pinsel, Farbe Schwarz ist schon eingestellt. Ich starte meistens mit 30% Deckkraft und der Pinsel hat immer Härte 0 bei mir. Also immer 0, weil da kann ich dann ganz sanft jetzt da die Tiefen ein bisschen aufhellen. Also ihr seht eh, plötzlich kommt der Wald da, sieht man ihn besser. Ich schalte jetzt einmal die Maske ein aus, nur damit ihr mal seht, vorher, nachher. Ja, und da werden wir diesen Stein, dass das nicht so schwarz ist,
Anna ein bisschen aufhellen. Schaut die Name die Maske ein aus. Also ihr seht es eh, wir haben da ein bisschen mehr Licht rein. Da rüben bei den Bäumen werden wir auch noch ein bisschen eine Spur Licht reinbringen. Okay, jetzt, wenn ich da jetzt auf dem Auge die Alt-Taste halte, ihr seht eh, das war das Original und das haben wir jetzt gemacht mit der Rohkonvertierung. Ja, gefällt mir gut. Also wenn es sauber fotografiert ist, dann muss man ja im Rohkonverter eh nicht viel machen. Aufgrund des Wetters, also bewölkt, geschneit hat es, also dieses Bild ist jetzt grundsätzlich von der Lichtsituation eher auf der kühleren Seite. Jetzt kann ich natürlich als der Künstler, der das Foto jetzt bearbeitet, noch gewisse Entscheidungen treffen, wo ich sage, ich verändere das noch, weil ich jetzt einfach das Bauchgefühl dazu habe. Und jetzt ist mein Geschmack, sagt mir, naja, bringen wir doch da vorne ein bisschen auch Wärme rein, also dass das da im Vordergrund vielleicht nicht so kühl ist. Wenn ich dann im Hintergrund das Motiv ein bisschen kühler ist und im Vordergrund ein bisschen wärmer, das erzeugt da im Foto ein bisschen eine zusätzliche Tiefe und das Foto wirkt noch ein bisschen mehr dreidimensional. Also das ist Oliver, jetzt. ich würde es noch ein bisschen beschneiden und zwar rechts den einen Stein würde ich noch ein bisschen wegschneiden. Da ist vorne eh relativ viel Platz, weil das habe ich nämlich so von ganz tiefen Standpunkt gemacht, wo ich nicht viel gesehen habe. Ich würde es noch ein bisschen beschneiden und würde den Stein rechts würde ich komplett wegschneiden, weil da ist eh noch Platz Ja, genug. ist eine gute Idee. Machen wir dann zum Schluss und das machen wir Wunderbar, mit ja. der Unterstützung von der KI, weil da werden wir Ja. jetzt nicht mehr viel herumretuschieren. Also ich möchte jetzt da noch kurz im Vordergrund ein bisschen Wärme reinbringen. Ich mache das mit der Einstellungsebene Farbbalance und ihr seht, die ist ja selbsterklärend und ganz intuitiv. Also ich werde da jetzt ein bisschen Gelb dazu bringen und ein bisschen Rot. Ja. Jetzt geht es natürlich dieser Effekt aufs ganze Bild, das möchte ich nicht. Also wenn ich jetzt die Maske auf Schwarz umdrehen, nimm jetzt einen weißen Pinsel, 30% Deckkraft und male jetzt nur hier in dem Vordergrund diesen Effekt ein. Ich schalte das jetzt einmal ein aus. Also ihr seht, jetzt habe ich da im Vordergrund ein bisschen Wärme reingebracht. Ja, und was ich gerne mache bei Landschaftsaufnahmen, dass ich die Highlights in dem Bild noch ein bisschen mehr verstärke. Weil das erzeugt so ein bisschen einen Punch im Bild. Und das mache ich auch mit einer Einstellungsebene, nämlich mit der Gradationskurve. Der Vorteil von der Gradationskurve ist, ich kann da direkt den Weiß- und den Schwarzpunkt anfassen. Und für den Effekt nehme ich jetzt einfach den Weißpunkt und ziehe ihn nach links. Jetzt wird alles, was im Bild weiß ist noch weißer und heller. Ja, jetzt wirkt sich der Effekt natürlich wieder aufs ganze Bild. Ihr seht eh, der Himmel ist schon ganz ausgefressen. Wir machen die Maske wieder schwarz. Und jetzt nehme ich wieder einen weißen Pinsel. Jetzt mache ich nur 20% Deckkraft. Und ihr seht eh, der Stein da, der hat ein paar so Highlights. Und die wir jetzt einfach verstärken. Da oben noch, diese Highlights. Ja. Und dann werden wir noch die Highlights da von dem Schnee. Da in der Spiegelung würde ich das noch machen. So. Schaut mal, schauen wir uns nur mal den Stein an. Ich schalte jetzt ein aus. Also ihr seht, was das Highlight da, es kommt einfach ein Kontrast rein ins Bild und es erzeugt ein bisschen einen Punch. Gut, so. Dann hat der Karl gesagt, ja, der Stein, also mich stört der auch. Machen wir ihn weg und das geht ja heutzutage mit der KI ganz leicht. Ich nehme jetzt ganz einfach das Polygon-Lasso-Werkzeug, in dem Fall also mit diesen geraden Strecken. Lass ein bisschen an Abstand noch, dass die KI gut arbeiten kann. Hab das markiert. Ihr seht eh da, dieses fixe Menü habe ich immer hier links oben stehen. Generatives Füllen. Ich will jetzt keinen Text eingeben, das soll die KI selbst erkennen, was ich möchte. Und lassen wir das Ganze einmal laufen. Ich kann dabei immer da diesen Tipp lesen, also liest euch immer da diesen Tipp durch, weil da sind immer ein paar gute Tipps durch, weil die KI entwickelt sich auch weiter und schaut, ist schon weg der Stein. Jetzt hat mir die KI noch drei Ergebnisse da geliefert. Also das ist das erste Ergebnis, das gefällt mir jetzt weniger. Oh, das dritte Ergebnis finde ich am besten. Also so
und der Stein ist weg. Und wenn wir jetzt schon beim Entfernen sind, jetzt kann man sich noch überlegen, ob man sagt, ich möchte so richtig ein menschenleeres Bild produzieren. Natürlich sind da auch noch Menschen, aber interessant wird die Spiegelung entfernen, das wäre interessant. Die rote Jacke, die fehlt oft. Ja, also das heißt, ich lasse jetzt wieder da ein bisschen einen Abstand, dass die KI gut arbeiten kann. Den Hund nehmen wir auch noch weg. Spiegelung auch weg. So, ausgewählt. Generativ füllen. Möchtest du weitere Ergebnisse wie das Ebene? Also liest sich immer diesen Tipp durch, der ist immer sehr interessant. So, so vergeht die Zeit auch schneller und sie ist schon weg. Schauen wir uns jetzt noch die Ergebnisse an. Ja, da gefällt mir wieder das dritte am besten. Schaut's her. Wie das. Früher wäre das mit Hand mühsam gewesen. Also ich hätte da sicher 10 Minuten. Nimm mir aufs erste bitte, Oliver. So, einen Moment. Nein, auf den erste KI-Vorschlag. Ah, okay, gut, dann muss ich wieder vergrößern, dass man es besser sieht. So, die erste. Okay, ja, da kann man. Es ist doch so ein bisschen verschwommen. Ja, genau. Da habe ich das Ganze ein bisschen. Ja. Aber da habe ich halt wieder ein paar, hat die KI wieder ein paar Steine dazu erfunden. Ja. Man könnte eins machen, man könnte jetzt dieses duplizieren und sagen, da mit einer Maske nehme ich nur den Teil und mit der anderen Maske nehme ich dann nur den Teil. Aber ich finde, das ist schon wieder so weit weg, das fällt ja kein Mensch. Nein, das passt schon, das passt schon. Ja, gut. Was mir jetzt noch bei dem Bild auffällt, ist, dass der Horizont nicht ganz eben ist. Das werden wir jetzt auch noch richten. So, jetzt müssen wir nur schauen. Original. Gut. Und jetzt, ihr seht, da hat die KI jetzt was dazu gebaut, weil wir ja die Auswahl ein bisschen größer gemacht haben. So, und jetzt richte ich mal den Horizont. So. Ich schaue da einfach auf der Wasserlinie. So ungefähr. Ja. Bestätige das Ganze. Ja, und jetzt habe ich halt da ein Problem, dass ich da so einen Rand habe. Naja, wieder mit der KI auswählen. Ich lasse ja wieder ein bisschen einen Abstand zum Arbeiten. Generieren. Wendest du das bei deinen Aufträgen auch, wenn du da jetzt irgendwo was dazu machen total. Musst? Also, permanent. Also wirklich, das ist in höchster Qualität, fällt keinen Menschen auf. Also das hat meinen Arbeitsalltag auch beschleunigt. Ja, also ich pausenlos verwende das. Ja, jetzt wäre das Bild also von der Grundretusche meiner Meinung nach fertig. Jetzt können wir uns noch überlegen, für mein Bauchgefühl, also das sagt mir jetzt nur mein Bauchgefühl, dass vielleicht der Berg da oben eine Spur zu wenig Luft hat. Das könnte man jetzt sagen, na gut, es ist ja kein Thema heutzutage, ich nehme wieder dieses Freistellwerkzeug und jetzt ist es standardmäßig auf transparent eingestellt. Jetzt kann ich aber da auswählen und sagen, generatives Erweitern, also ich aktiviere jetzt da in der Voreinstellung die KI und wenn ich das Ganze jetzt da so nach oben ziehe, ah Moment, ich möchte es nicht original, sondern ich möchte es nur ziehen, so, nur so nach oben ziehen, dann kann ich da ein bisschen zusätzlich Luft nach oben einbauen und der macht mir dann zusätzlich noch ein bisschen einen Himmel dazu. So, lassen wir die KI noch fertig machen. Jawohl, also ihr seht eh, er hat da den Tannenbaum verlängert. Ja, also jetzt, wenn man sagt, ja, das gefällt mir, ich kann aber die Tannenbäume jetzt auch dann wegretuschieren und mit einem Himmel machen. Gut. Nein, das passt eh, Oliver. Das ist ja, okay, und jetzt würde ich es nur mehr so machen, dass ich sage, für Instagram das optimale Format, weil das hat jetzt so eher diesen 16:9 in Hochformat, also das könnte man für Reels verwenden, also wenn ich dann mehrere solche Bilder habe, könnte ich dann eine Diashow machen und in einem Reel dann zeigen. Oder wenn ich sage, nur für meinen Feed, dann brauche ich natürlich ein anderes Format und das ist bei Instagram 4:5. Und jetzt muss ich das halt jetzt noch wählen und muss mich halt jetzt entscheiden. Jetzt ist der Himmel natürlich dann wieder nicht so weit weg, aber das wäre halt eine Variante. So, aber das ist immer das Problem bei Instagram, dass es natürlich auf die Bildgestaltung geht, wenn du dann ja, wirklich also so könnte ich jetzt ein Reel aufpasst hast, ja. Ja, eröffnen, dann ist es halt in der Rubrik Reels zu sehen, wenn ich da so ein Dia schon mache und noch mehrere Bilder zeigen. Oder machen wir es jetzt für ein Feed?
und dann schneiden wir halt das Ganze wieder weg. Also den Stein da im Vordergrund möchte ich jetzt nicht anschneiden. Das heißt, wir könnten es jetzt so das Ganze machen und dann wäre halt dieses Bild wunderschön im Hochformat und ich hätte wirklich ein Highlight für mein Instagram. Was ich jetzt noch machen muss, also ich habe es jetzt in höchster Auflösung, schauen wir schnell mal, wie die Auflösung ist, Bildgröße. Das ist jetzt 6715 mal 5000. Ja, und wenn ich das jetzt für Instagram jetzt direkt ausgeben möchte und damit Instagram jetzt nicht wirklich da das beim Verkleinern verändert das Bild, sage ich jetzt einfach 1350. Das ist sozusagen das Format, das Instagram bei der langen Kante benötigt. Und dann gebe ich das Ganze neu in der Instagram, also im Instagram-Format halt aus. Also das heißt, dann mache ich nochmal Kopie, Speichern, wähle da Format JPEG aus und habe es dann für Instagram. Oliver, jetzt noch eine kurze Frage. Ja. Wie würdest du das jetzt auf die Schnelle auf Schwarz-Weiß umwandeln? Wie wäre jetzt der Vorgehensweise, wenn du sagst, okay, dann Dann möchte ich gehen das wir Schwarz. nochmal zurück auf die Originalgröße, weil dann haben wir wirklich. So, jetzt gehen wir auf die. In Schwarz-Weiß. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten, was sich in Photoshop halt anbietet. Und das können halt die anderen Software. Ich kann ja im RAW-Konverter einfach auf Schwarz-Weiß stellen oder in Lightroom. Aber im Photoshop habe ich das Tolle, dass ich sage, ich lege da eine Einstellungsebene Schwarz-Weiß. Jetzt ist Schwarz-Weiß, ganz normal. Ja, aber jetzt habe ich noch die Möglichkeit, die einzelnen Farbkanäle in der Intensität zu steuern. Also das heißt, ich habe es jetzt einfach in Schwarz-Weiß umgewandelt und jetzt kann ich noch zusätzlich sagen, alles was rot ist, ein bisschen heller oder dunkler und da kann ich mir jetzt wirklich spüren. Und das ist das Tolle. Also blau, schauen wir mal, wo die Blautöne sind. Also ich sehe jetzt eh da beim Berg. Also wenn ich da ein buntes Bild habe, kann ich da mehrere Varianten ausgeben. Also ich sage, wenn der Vordergrund, also alles, was schattig immer wirkt, das erzeugt Drama. Und wenn ich da jetzt sage, ich war im September dort und da hat es geschneit, also wenn ich diese Geschichte noch erzähle, dann würde ich auch Kontrast erzeugen, um dieses Drama noch, das Ganze zu untermalen. Also das wäre so laut dem Bauchgefühl meine Variante für Nimmst du eigentlich Schwarz-Weiß-Grafik. normalerweise dann auch noch zum Beispiel einen Kontrast, nur eine Kontrastebene drauf gibst oder eine Gradationskurve oder magst du es eher nicht? Also was man natürlich machen könnte, ist, ich schalte jetzt das Ganze nochmal aus. Also das wäre jetzt eine Variante. Ja, mache das jetzt nochmal ganz neutral in Schwarz-Weiß. Ja, gut. Und jetzt mache ich mal einen Screenshot. Mache ich mal einen Screenshot, also eine Zoomen-Ebene. Jetzt ist dieses fertige Bild da auf dieser Ebene in Summe da. Und jetzt kann ich als Filter den RAW-Konverter verwenden, Kamera-RAW-Filter. Und das empfehle ich auch allen Sternenfotografien, also die Milchstraße fotografieren. Jetzt kann ich mich nämlich da noch mit dem Klarheitsregler und mit dem Strukturregler spielen. Und die erzeugen so einen Mini-Kontrast. Also schaut mal, was da passiert. Wow, oder? Also da schauen wir mal, was passiert, wenn der Strukturregler, der ist ein bisschen dezenter jetzt bei dem Bild, aber mit diesem Klarheitsregler, also da könnte im Vordergrund so richtig noch so richtig Mikrokontraste reinbringen oder die Spiegelung. Der Hintergrund, den würde ich eher neutral lassen, aber so kriegt das Bild halt noch einen zusätzlichen Punch. Ja, das wäre eine Variante. Und die andere Variante, also ich schalte das jetzt wieder aus, also das ist jetzt die zarte, neutral in Schwarz und Weiß, also ihr seht eh, ganz zart und neutral. Jetzt lege ich nochmal eine Gradationskurve an. Ich könnte jetzt noch zusätzlich Kontrast reinbringen und ich muss nur die Kurve, jetzt ist ja nur eine Gerade, jetzt könnte ich sagen, ein bisschen weiß heller, ein bisschen schwarz heller wäre eine Variante, aber die andere Variante wäre, weil da reißen immer meistens gleich die Tiefen und die Lichter aus, ich tue nur die Lichter eine Spur anheben und die Tiefen ein bisschen abdrehen und dann habe ich so einen dezenten Kontrast reinbracht. Seht ihr das? Also das gefällt mir fast am besten. Karl, was sagst du? Ja. Also man sagt, in der Gradationskurve ein S hineinmachen, ein zartes, weil dann bleibt der Weißpunkt und der Schwarzpunkt und ich tue halt nur die Tiefen ein bisschen abdunkeln und so finde ich, schaut das schon cool aus. Ja? Ja, sehr fein. Ja, also ihr kriegt ja das eh mit der Aufzeichnung
dann wieder Genau, weil dann schickt man das mit, ja. dann könnt ihr euch das wieder in Ruhe Schritt für Schritt nachvollziehen. Sag Oliver, jetzt also eine Frage. Wir haben jetzt so diskutiert. Also Leica hat ja diesen monochromen Sensor. Da Ja. gibt es ja Leica. Aber die Frage ist, wenn du jetzt mit einer normalen Kamera, mit einer Canon, Nikon oder was auch immer im RAW fotografierst und du nimmst einen Rotfilter und konvertierst dann das Bild in Schwarz-Weiß, glaubst du, dass es irgendeinen Impact hat oder ist das, wir Na, sind. also das ist jetzt meine Meinung. Die Qualität der Kameras ist heute auf so einem hohen Niveau. Dass wir im RAW eh alles drin haben, oder? Dass man das dann Ja, elektronisch also besser du macht. kannst natürlich da, wenn du die Leica jetzt hernimmst, sicher ein paar Bilder, wenn du da wirklich in pixelmäßig da die anschaust, dass das natürlich einen Unterschied. Aber es geht ja heutzutage nicht um das Technische beim Fotografieren, Nein, es sondern geht einfach um einen Bildlook, also in um dem diese Fall, ja. Emotionen, die man Ja. dann mit seinen. Also ich war ja ganz baff von diesen Bildern vom Hochwechsel. Also ich habe mir die angeschaut und denke mir, wow, was für tolle Bilder da. Und so diese unterschiedlichen Varianten, das ist ja meiner Meinung nach das Entscheidende und weniger, dass ich da technisch noch auf Ja, einem. natürlich. Nein, nein, das ist eh klar. Aber wir wollen jetzt im Herbst eigentlich, haben wir so ein Projekt, wir wollen eben schauen, dass wir Schwarz-Weiß auf Top-Qualität Also ich bringen. will, Also, also dass ich weiß wir, nicht, was da Marc und die Christine dazu na, sagen. Also, dem dann nicht so viel Schwarz-Weiß fotografieren. ja. Aber ich glaube, das Wichtigste ist natürlich auch, dass das Motiv passt. Das ist ja nicht jedes Motiv für Schwarz-Weiß geeignet. Also so Dass, Schneelandschaften sind ideal ja, geeignet, na, voll aber im dass du, Herbst. Ja. gerade also zum Beispiel diese Häuser in Südtirol mit den grafischen Linien, das passt sicher gut. Ja, also Also man braucht diese eher Kontrast. Streetfotografie, Ja, Street natürlich. Man ja, braucht eher also kontrastreiche Motive schon von Haus aus. würde ich auch nicht sagen. Also es sind auch Menschen, wenn man sie fotografiert, wenn du das in Schwarz-Weiß machst, wunderschön Ja. anzusehen. Porträts. Und die kann man auch mit weichem Licht fotografieren, da hat man halt wenig. Aber das ist halt alles immer, jeder entscheidet mit Bauchgefühl, was er gerne zeigen möchte. Was ich euch heute halt zeigen möchte, ist halt immer, ich möchte euch so ein bisschen inspirieren dazu. Das ist eh super, das ist eh Mit gut. gewisser Ja, Technik, das einfach also, auszuprobieren. ja. Und für sich selbst zu entscheiden, macht es einen Sinn für mich, gefällt mir das? Ja, also. Also, was jetzt auch schön ist, ich mache auch die ganze Schwarz-Weiß-Konvertierung im Lightroom und das funktioniert auch super. Und vor allem mit Ja. virtuellen Kopien kannst du natürlich einfach sehr viel probieren und vergleichen. Also, da hat man letztendlich auch viele Möglichkeiten, das dann wirklich entsprechend gut hinzukriegen. Ja, also ich habe jetzt durch Zufall auf Facebook einen Fotografen entdeckt, der in Holland lebt und der macht jetzt gerade ein Projekt und fotografiert Menschen, die in Holland leben, aber aus dem Ausland sind. Okay. Ja, und der macht es nur schwarzer Hintergrund, also da vermute er hat ein schwarzes Tuch, Ja. Tageslicht, macht nur diese Menschen. Und ich Das finde hört sich das sehr, sehr so cool an, ja. tolle, authentische Porträts. Und er schreibt halt immer dazu, das ist das, er ist gekommen von dort, lebt jetzt seit 10 Jahren. Und ich finde, das ist so toll. Also, und das inspiriert mich selber wieder, so ein Projekt zu Ja, starten. klar. Na, ich arbeite da gerade an so einem Porträtprojekt. Und das ist auch interessant, da zeige ich euch jetzt vielleicht nur ganz kurz was. Ja, super, gerne. Dann Die wäre vielleicht. Leute, die von dem Wechsel, diese Fotos, wunderschön. Also ich kann nur sagen, Applaus, Applaus. Was nämlich das Interessante ist, ich verwende Instagram quasi so ein bisschen zur Inspiration. Und man kann sie dann nämlich einfach gewisse Fotos abspeichern. Und dann hat man eben immer dann so ein Moodboard gemacht. Und was mir jetzt so gut gefällt, sind einfach so ganz Ausschnitte. Also in die Richtung möchte ich so ein bisschen gehen. Cool. So ganz, also ganz eng angeschnittene Porträts. Und ich habe jetzt auch schon ein recht cooles Model gefunden. Da wird also das Thema Schwarz-Weiß halt einfach so richtig super sein. Und das finde ich schon toll an Instagram, weil ich habe mir dann da zu verschiedenen Dingen, wo ich mir dann einfach schon. Da habe ich mir schon Sachen abgespeichert, da habe ich mir Fotos von Madeira zum Beispiel oder von Friaul. Also auch wenn man jetzt nicht aktiv ist auf Instagram, kann man es einfach nutzen, um sozusagen sie zu inspirieren und sie dann einfach manche Sachen dann zeigen lassen. Jetzt möchte ich euch ganz zum Schluss noch was in eigener Sache zeigen. Und zwar, wir haben gestern einen Business Award bekommen für eines der tollsten kleinen Unternehmen von 1 bis 9 Personen im 15. Bezirk. Ich war gestern beim Bezirksvorsteher
Und da war dann gestern die Preisverleihung, das hat mich sehr, sehr gefreut, wenn du entsprechend wahrgenommen wirst. War eigentlich ein ganz ein netter Abend. Da gibt es in Wiener Zeitung, die das sozusagen, wo halt dann die Leser mitmachen und die wählen dann sozusagen die beliebtesten Unternehmen. Und da freut man sich dann natürlich, wenn man da dabei ist. Es gibt Im Chat habe ich schon applaudiert, ja, Kaka. super. Das gibt's, jetzt gibt es gerade zwei Nachrichten. Naja, der Oliver ist das, der schon applaudiert hat. Ja, und so sieht man, es tut sich immer ein bisschen was. Ich habe dann jetzt auch vor kurzem ein Verlag. Entschuldigung, Ja. der Kurt schreibt: Bravo, Gratulation, Ja, danke, danke. gratuliere. Der Und Thomas schreibt da schon. Thomas, jawohl, es geht schon ab im Chat. So schaut ein Live-Meeting aus. Ja, Ja, sehr na, gut. und es wird jetzt auch einen zweiten Teil vom Buch geben. Also, da fangen jetzt dann auch an. Das wird dann nächstes Jahr im Herbst erscheinen. Also, es ist eh wirklich sehr viel im Gange. Und jetzt, wie gesagt, es ist halt noch am Dienstag, am Mittwoch startet Slowenien. Und dann ist Anfang Oktober noch Südsteiermark und die Sölktäler. Und dann ist aber ein bisschen in der Ruhe. Also, dann geht es quasi nach der Foto und Adventure in die Zielgerade. Es ist ja ganz, ganz arg, weil es in 3 Monaten ist Weihnachten. Also, die Zeit vergeht ja wieder wie im Flug. Ja, also das Jahr ist bei mir so vergangen. Ja. Knapp. Ja. Ja, dann sage ich mal vielen Dank fürs Dabeisein. Wünsche ich einen wunderschönen Abend Darf ich auch noch was und sagen? Ja, ja, ich wünsche euch auch selbstverständlich. einen schönen Abend und dranbleiben zu fotografieren. Lasst euch inspirieren, auch von anderen. Also wir sehen uns beim nächsten Fotocafé. Karl, jetzt übergebe ich dir das Schlusswort. Ja, Oliver, das hat er super gesagt. Das kann ich ja fast nichts mehr sagen. Das nächste Fotocafé ist eh schon online im Oktober und da wird es eine große Bildbesprechung zu Südtirol geben. Dann werden wir sicher auch schon einige Fotos Slowenien zeigen können und vielleicht können wir dann ein bisschen was am Lightroom auch zeigen zur Schwarz-Weiß-Entwicklung, weil wir werden sicher jetzt in Slowenien da genügend Zeit haben, um das zu erforschen und da werden wir euch auf alle Fälle auf dem Laufenden halten. Dann könnte man ja eine Challenge machen, Karl mit Lightroom und Oliver mit Genau, Photoshop. na, Und ihr werdet aber sehen, kein Unterschied wird sein. na, Oliver, aber die Challenge nehmen wir, sondern ich würde einfach sagen, es ist super, dass man die zwei Wege zeigt, Genau. weil das ist ganz, ganz toll. Und ich früher, ehrlich gesagt, habe ich die Leute immer versucht zu überzeugen, von Bridge und Kamera Raw nach Lightroom zu wechseln. Aber von dem bin ich dann ein bisschen abgekommen, weil wenn jemand einen gut funktionierenden Workflow hat, dann macht es keinen Sinn, wenn er jetzt mit aller Gewalt wechselt, weil dann muss man ein Programm wieder komplett neu lernen und das ist dann eher kontraproduktiv. Ja. Aber Ja, du, Karl, sagst nur, wann der Fotoshow, der nächste Fotocafé-Termin ja, ist? das sage ich gleich, ich muss, am 23. Oktober. Das ist nämlich dann der große Event. Dann wird es nur ein Fotocafé im November geben. Und es gibt wahrscheinlich dann am 13. Dezember einen großen Live-Event in Wien, wo wir uns dann wieder persönlich treffen. Wir wollen dann auch richtig einen Infotag machen mit einem spannenden Programm. Also entweder Freitagnachmittag oder Samstag, ein bisschen Jahresabschlussfeier haben. Wir werden heuer den 10.000. Seminargast begrüßen dürfen. Also wir sind jetzt irgendwo schon bei 9.900. Ja. Seit 2011 10.000. Ja, unglaublich. Ja, Ja, super. es ist wirklich Ja. unglaublich. Ja. Also, und nächstes Jahr haben wir 15 Jahre Jubiläum, also jetzt geht es ja dahin. Ja. 15 Jahre Wiener Was Fotoschule. mir so gefällt, Karl, dass du noch immer mit so einer Leidenschaft da dabei bist. Also, das ist ja das, was. Also, konstant 15 Jahre. Ja. Ja, nein, das ist schon was, das ist schon wichtig, aber so, ohne Leidenschaft geht es halt nicht. Ja. Also im Chat wird geschrieben, Spitze, wow, großartig, super Karl. Ja, na fein. Dann jetzt endgültig einen schönen Abend und vielen Dank fürs Dabeisein. Gell? Tschüss. Ja, Tschö, ciao. ciao.